Schauspieler schreibt es, glaube ich, mit E hin. Mit E. Russell Crowe. Und hat, Russell Crowe hatte an seinem Smoking einen Orden. Als er gesagt hat, I thank everybody I know. Und da hat er hier einen Orden. Und heute habe ich in der Zeitung gelesen, es ist ein Orden seines Großvaters aus dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Bei der Oscarverleihung. Ich möchte mal sehen, was los ist, wenn das ein deutscher Schauspieler beim Bambi macht. Russell Crowe. I like to thank my family. Grundgesetz, Bibel, Pschirembel, Duden, Ulmer Liste, deutsche Gesetze und das bürgerliche Gesetzbuch, mehr brauchen wir momentan nicht. Ja, und ich bin abgelenkt worden, weil die Politikerfrauen haben einen entscheidenden Anteil dran und natürlich auch die Politikermänner und die Politikerfrauen und die Politikermänner in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, das muss man ja alles heutzutage im Rahmen der Political Correctness erwähnen, dass unsere Politikerinnen und Politiker so erfolgreich für die Demokratie arbeiten können. Und wenn Sie in die Politik gehen wollen, dann sollten Sie auch eine Politikerfrau haben. Und wie man an eine Politikerfrau kommt, aufgepasst, liebe Mausfans. Hallo Bastelfreunde, heute basteln wir uns ein Politikerfrauchen. Wer kennt sie nicht, die lustigen Dinger, die immer neben unseren Kanzlern, Ministern und Präsidenten stehen. Man kann sie überall hin mitnehmen, sie machen kaum Schmutz und haben immer gute Laune. Kurt Beck nannte sein Mitnehmding Roswitha. Er spendierte ihm sogar einen kleinen Mechanismus, durch den das Ding sprechen kann. Ich habe für uns alle Kuchen gebacken. Das ist Tradition bei uns. Bei jeder Wahl bringe ich einen Kuchen mit. Das ist was Süßes, ist gut für die Nerven, du beruhigst dich alles so ein bisschen. Und ich habe nicht nur heute gebacken, also ich backe immer. Toll, und so ein Roswitha-Ding wollen wir jetzt mal anfertigen. Für das Gehirn nehmen wir einen halben Rotkohl. Der wird geraspelt und dann kommt heißes Wasser drüber. Das ergibt eine gallertartige Masse, die wir später in den Rohling füllen. Damit kann Roswitha dann schon fast ein bisschen denken. Für Torso, Arme und Beine nehmen wir alte Pappe. Das riecht zwar ein bisschen muffig, ist dafür aber ganz schön stabil. Kopf und Gesicht drechseln wir aus einem Stück Weidenholz. Das ist gar nicht so schwer. Einfach Schicht für Schicht abtragen. Irgendwann sieht es dann immer aus wie Roswitha. Für die Haare brauchen wir ein ordentliches Büschel Holzwolle. Das wird hübsch zurechtgezupft und auf die Rübe geklebt. Dann setzen wir noch Opas alte Zähne in den Rohling. Fertig! Aber halt, ihr habt's natürlich gemerkt. Damit unsere Roswitha genauso schön braun wird wie die vom Kurt Beck, kommt der ganze Quatsch noch bei 1000 Grad in den Ofen, bis es schön kross ist. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte das Ding jetzt sagen, ich habe nicht nur heute gebacken, also ich backe immer. Mittelrhein, ich bin vom Mittelrhein. Unser weitgespanntes Agentennetz, meine Damen und Herren, informiert uns rund um die Uhr um alle Vorkommnisse, die auch nur irgendwie für diese Sendung von Bedeutung sein könnten. Und ich frage dich mal als Eisenbahn-Junkie, welchen Namen trägt der Intercity Nummer 702? Von wo bis wo fährt er denn? Von Köln nach Hamburg-Altona. Vielleicht Intercity Willi Milovic? Nee, ich weiß es nicht. Alsterkurier. Alsterkurier. Und einer unserer Top-Agenten hat am Freitagabend im Alsterkurier zwischen Köln und Hamburg-Altona, genauer gesagt im Bordbistro des Intercity Alsterkurier, einen berühmten Entertainer belauscht. Mhm. Rudi Carrell. Rudi Carrell am Freitagabend, hallo, im Bordrestaurant von Intercity Alsterkurier, auf der Heimfahrt von Aufzeichnung von 7 Tage 7 Köpfe. Und Rudi hat Autogramme gegeben im Bordrestaurant und hat Wein getrunken. Das ist überraschend. Ich habe unseren Agenten gefragt, bist du sicher? Wein. Ja, Wein, weil ich weiß, Rudi trinkt Bier normalerweise. Ja? Nein, weil Rudi hat zu seiner Gesprächspartnerin, einer interessierten Redakteurin, gesagt, wenn es so gemütlich ist wie hier, trinke ich Wein. Und Rudi hat der Frau im Alsterkurier zwischen Köln und Hamburg die Grundsätze des deutschen Showgeschäfts erklärt. Mhm. Zwischendurch Autogramme geben. Und weißt du, was Rudi gesagt hat, was unser Agent gehört hat? Im deutschen Fernsehen ist im Grunde alles scheiße oder von ihm geklaut. Und er hat recht!
Das hätte ich gerne im Original gehört. Ich mach schon 40 Jahre Showgeschäft, so. Also echt alles scheiße, wurde von mir geklaut. Gott verdammt mich. Im Intercity Alster-Kurier. Aber jetzt zu einem wichtigen Thema, das ich Ihnen schon mehrfach heute versprochen habe und auf das Sie warten. Gestern Montag sitzen wir wie jeden Montag in unserer Autorenrunde 3 bis 4 Stunden zusammen, um die Woche zu planen. Ein Feuerwerk der Kreativität, ein Ping-Pong der brillanten Einfälle. Und gegen 12:30 sage ich in dieses Schweigen hinein, ich sage, sag mal, ihr habt gelesen, am Wochenende, der Mittelrhein bewirbt sich um die Aufnahme ins Weltkulturerbe. Die Autoren sprangen von den Sitzen, also ein wahnsinniges Thema, irre. Nee, so, ja, so. Der Mittelrhein zwischen Koblenz und Bingen bewirbt sich um die Aufnahme ins Weltkulturerbe. Es schaukelte sich so langsam hoch. Herr Andrack, Kölner aus Leidenschaft, ja, und mangels Alternative, sagt, Herr Andrack sagt, ich sage dann also, wenn der Mittelrhein von Bingen bis Koblenz, gibt es eben diesen tollen Witz, kennst du den? Nee. Haben wir die Zeit für diesen sensationellen Witz? Ja, was ist ein unglaublicher Witz, ein fantastischer Witz. Eine Schulklasse mit ihrer Lehrerin auf der Fahrt von Koblenz in Richtung Mainz mit dem Schiff. Plötzlich sagt die Lehrerin, Kinder, da vorne kommt das Binger Loch und gleich zeige ich euch Mainz. In der SPD-Hand. Mainz. Und da sage ich, wenn Bingen und Koblenz den Mittelrhein darstellen, dann liegt ja Köln am Niederrhein. Und da ging es los. Friedfertige Autoren, die jeden Morgen mit einem kleinen Körbchen vom Fahrrad steigen, violette Gesichtsfarbe. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Der Niederrhein. Und dann ging es los. Ich kam mir fast schon vor wie eine Minderheit, wie eine Randgruppe. Ja? Der Niederrhein, das ist Mörs. Das ist Mönchengladbach, das ist Kleve, das ist Xanten. Das hätte man hören, so dieser Tonfall. Wie diese Städte, in denen anständige Deutsche leben. Ja, wie da. Aber. Mörs. Ja. Kocht ihr hoch. Es kocht ihr hoch. Nächste Stufe hieß: Hol mal den Brockhaus. Der Brockhaus wurde geholt. Die Bände. Mittelrhein und Niederrhein und Rhein überhaupt. Ja, es wurde geblättert. Was steht im Brockhaus? Was willst du denn jetzt hören? Den Niederrhein, den Hochrhein, den Oberrhein? Nein, es ging ja in erster Linie um Köln. Und da steht eindeutig, der Köln liegt am Niederrhein. Köln liegt am Niederrhein. Moment. Moment. Während ich mich so selbstgefällig zurücklehne, ja, höre ich, der Brockhaus schreibt doch eh nur Scheiße. Unglaublich. Männer mit Abitur, Lohnsteuerzahler, ja? Heiratsschwindler und so weiter, zweifeln den Brockhaus an. Es werden billigste so Trivialheftchen geholt, die man kriegt, wenn man 50 Cornflakes-Packungen leer einschickt. Ja? Da steht drin, der Rhein fließt durch die Türkei. Und so, ja? Beweis! Nichts da, nichts da. Wir haben es geklärt. Wir haben den Professor angerufen, der diesen Artikel im Brockhaus geschrieben hat. Professor Ewald Gläser. Professor Ewald Gläser. Lehrstuhl Geografie Uni Köln, ja. Bitte, Top-Wissenschaftler. Und der sagt, Köln liegt am Niederrhein. Das heißt, dieses schöne, das heißt, Köln ist nicht mal Rheinland? Ja, eigentlich auch nicht. Na, das Verwirrende ist, es gibt zum Beispiel den Fußballverband Mittelrhein. Ja, aber jetzt kommt's. Ja, so, aber es gibt den Fußballverband, ja, Mittelrhein. Und es gibt, ja, den SPD-Verband Mittelrhein. Ja, zwei Erfolgsverbände. In Köln. Wo sitzt er in Köln? Ja, weiß ich nicht, wie die Straße heißt, aber auf jeden Fall der Verband Mittelrhein, also auch fußballtechnisch, der erstreckt Fußball was? Sich fußballtechnisch. Ich komme aus Köln. Fußballtechnisch.
Fußballtechnisch, Mittelrhein. Mittelrhein. Ja. Geht von Aachen bis ins Bergische Land. Mittelrhein. Der und dahinter kommt der Niederrhein und darunter kommt das Rheinland. Deswegen ist es ja auch völlig unlogisch. Rheinland-Pfalz, also wir können das ja mal an der Karte bitte, hier sehen. Bitte, die Karte. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg, das ist ein Land. Ja, das ist Rheinland. Fantastisch. Was ist das Rheinland? Es gibt zum Beispiel da, wo jetzt, man sieht ja, der Rhein fließt Mainz, Koblenz bis südlich von Bonn durch das Rheinland. Ja, jetzt ist Nacht gerade. Ja. Jetzt, hier. Und das Rheinland geht von wo bis wo genau genommen? Das Rheinland. Man spricht ja auch von Rheinland als solches gibt es nur als Bezirk. Also der Rhein selber heißt Mittelrhein. Zwischen Bingen und? Zwischen Mainz sogar. Zwischen Mainz und Siebengebirge, Bad Godesberg. Und Siebengebirge. Das ist die Grenze, wo Rheinland-Pfalz in Nordrhein-Westfalen übergeht. Ja. Da liegt Onkel. Ja. Da hat Wille gewohnt. Willi? Brandt. Mhm. Mit Brigitte Seebacher. Ja, kennst du nicht die Geschichte? Gorbatschow hat mal geklingelt und hat gesagt, hier ist Gorbatschow, der möchte Willi besuchen, haben hier aufgemacht, haben gedacht, kann jeder sagen. Berühmte Geschichte, und dann hat Willi einen Witz erzählt. Ja, aber wie ist das? Ja, das heißt also, wie heißt der Rhein, wenn er in der Schweiz entspringt, im St. Gotthard-Massiv? Also bis zum Bodensee heißt er Hochrhein. Und zwar Dri. Dri, die Schweiz ist auch Dri. Ich wusste ja, das ist der Dri, aber das ist in Gotthard entspringt Dri. Fließt dann an Chur vorbei, zum Bodensee, fließt ja durch den Bodensee durch. Und hinter Bodensee heißt er Oberrhein. Oberrheinische Tiefebene. Oberrhein. 28 Grad Durchschnittstemperatur, so Südfrüchte und Gemüse. In Aukland, hä? In Reutwanger. Und da gibt es auch den französischen Niederrhein übrigens auch interessanterweise. Le Bas-Rhin. Bas-Rhin. Département Bas-Rhin. Oui. Stand, glaube ich, auch auf einer Decke, die mein Vater hatte. So eine stabile Wolldecke. Ja. Sie werden ja sehen, wie wir beim Deutschen Fernsehpreis mit dem Orden kommen. Und jetzt geht's ja, und, da weiter. Ja. Ja. Und logischerweise müsste ja dann auch der Mittelrhein, also das Bundesland müsste einfach Mittelrhein-Pfalz heißen. Und unser Bundesland Niederrhein-Westfalen. Aber Niederrhein-Westfalen? Niederrhein-Westfalen. Das klingt aber so demütig irgendwie. Der Niederrhein, wir vom Niederrhein, so Niederrhein gegenüber diesen Westfalen. Das ist auch furchtbar eigentlich. Also, na, will ich jetzt nicht sagen, aber. Das heißt, die Bundesländer sind falsch benannt. Ja. Soll ich das Grundgesetz ändern? Ja. Oder? Nee. Ja, haben wir das? Du hast doch deine Karte. Ja, auf der Karte sieht man nochmal, Umgangssprache haben wir auch den Tourismusverband Niederrhein angerufen. Die meinten auch, mit Köln haben wir nichts zu tun. Wo sitzt der? Ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht. Wieso weißt du das nicht, wenn ihr dort angerufen habt? Ja, die haben was gemailt. Gegen dich guckt Adi mit dem Kopf aus seiner Kamera an. Danke, Fickert. Verletzungsgefahr. Bei Mails kann man das immer so schlecht sehen, wo die sitzen. Niederrhein GmbH, weiß ich nicht, Handynummer. Und hier gibt es die niederrheinische, also hier ist der Regierungsbezirk Düsseldorf. Wo? Hier ist der Regierungsbezirk Düsseldorf. Genau da? Oh, ja. Das wirkt aber sehr oberflächlich, wie du das eingezeichnet hast. Also hier oben sind die schon angesprochenen Städte, also hier ist Krefeld zum Beispiel. Die Seidenstadt. Mönchengladbach. Die Fußball-Erfolgsstadt, die Stadt der Fohlen. Die Zweitligastadt. Die Heimat von Peter Rütten. Peter Rütten hat gesagt, er ist mit schlechtem Gewissen früher nach Köln einkaufen gefahren, weil sie gedacht haben, das wäre der richtige Rhein. Und jetzt stellt sich raus, Köln am Niederrhein. Ja. Im Ausland, ich sag das nicht mehr. Where are you from? I'm from Köln. Oh, on Niederrhein. muss ich schämen. So, was ist das jetzt hier? Und darunter, das ist der Regierungsbezirk Köln. Welcher? Das hier. Hier. Maastricht ist aber schon Holland, oder? Nee, das ist hier. Hier ist Köln. Ja. Hier hin. Hier ist Köln. Das ist der Regierungsbezirk Köln. Das ist der Regierungsbezirk Köln, der aber auch identisch ist mit dem Fußballverband Mittelrhein und dem SPD-Bezirk Mittelrhein und bald auch dem grünen Bezirk Mittelrhein. Also das nennt man eigentlich Mittelrhein, ist aber Niederrhein. Ist aber falsch. Ja. Das ist Amtsanmaßung. Mhm. Das ist Landschaftsanmaßung. Ich sehe da gerade Hürth. Können wir mal Hürth groß zeigen auf der Karte, damit unsere Zuschauer mal das sehen? Da ist der Big Brother Container. Türnich, da sind schöne Wohnungen angeboten gewesen am Wochenende, habe ich gesehen. Ja? Das ist Hürth, meine Damen und Herren. Das heißt immer Hürth vor den Toren Kölns. Da ist Big Brother, da sind die Nachmittagstalkshows und da sitzt auch Günter Jauch. Und in Hürth, weißt du, warum die da draußen sitzen? Niedrige Gewerbesteuer. Ja. Und wir sitzen hier. Wir sitzen hier, weil wir wollen höhere Zahlen. Ja. Wir sitzen hier in Köln-Mülheim, da oben ist Leverkusen, Tabellenzweiter der Bundesliga. Und dann geht's schon raus ins Bergische Land. Da ist Altenberg, da ist das Märchenland, das kann man mal zeigen, das wollen auch viele sehen am Wochenende. Und der Dom. Und der Altenberger Dom. Da ist Burscheid und dann geht's ja schon hoch ins Ruhrgebiet.
Solingen. Ja, das ist erstmal hier Bergisches Remscheid, das ist Bergisches Land. Hückeswagen, zeig mal. Hier kommt Wuppertal. Wuppertal, hier ist Wuppertal, ja. Die Heimat von Johannes Rau. Da hinten ist Ennepetal, habe ich auch mal gespielt. Sehr schöne Stadthalle haben die. Gevelsberg, wunderbare Halle. Da gab es übrigens mal einen Veranstalterkrieg zwischen Ennepetal und Gevelsberg. Du siehst, die liegen 4 Kilometer voneinander weg. Ich habe in beiden Städten gespielt am selben Nachmittag, weil die Veranstalter gesagt haben, wir haben das zuerst gebucht. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht von größerem Interesse, aber ich finde... Felbert, schön. Bochum, Witten. Wunderbar, das sind alle Städte. Sprockhövel, Essen, Mülheim an der Ruhr. Das ist nicht verwechseln mit Mülheim, wo wir hier sind. Bottrop, Dorsten, Mahl. Das ist dann schon nördliches Ruhrgebiet oder Münsterland. Habe ich gehört, jetzt heute von Passle gibt es auch den Streit. Sagt man noch nördliches Ruhrgebiet oder schon Münsterland? Mhm. Bocholt. Und dann geht es ja hoch Richtung holländische Grenze. Das ist, hier. Das ist jetzt alles dicht gemacht hier. Ja. Da, schön, schön. Was hast du da für ein Muttermal an der Hand? Also halt es bitte mal rein, dein Muttermal, das sieht mir sehr ausgefranst aus an den Rändern. Zeig mal. Können wir es mal näher sehen? Hast du schon lange? Ja, habe ich auch schon untersuchen lassen. Ist das okay? Das ist voll okay. Trotz des Haars, was da rauswächst? Sei da nicht leichtsinnig. So, meine Damen und Herren, also das musste mal geklärt werden, wirklich. Das war jetzt ein sehr boulevardeskes Thema, okay, aber muss man auch was für die breite Masse kommen in so einer Show. Jetzt eine kurze Pause mit fantastischen Kaufanreizen für Sie und danach die beste Band der Welt, die Ärzte und Daniela Hoffmann. Ja, Rundumschutz für kräftiges Zahnfleisch und feste Zähne. Colgate Dentagard. Heute ein König. König Pilsner, das König der Biere. Es gibt immer wieder Momente im Leben, wo man einen Landliebe-Sahnepudding braucht. Der einzige Sahnepudding mit bester frischer Sahne vom Land. Und jetzt neu Nuss-Nougat und Milchkaramell. Die neuen Sahnepuddings von Landliebe. Benny? Was macht ihr denn da? Wir? Geschäfte. Homebanking. Wann immer Sie wollen. So einfach mit AOL. AOL mit 27 Millionen Menschen weltweit Nummer 1. Jetzt neu. Schmeckt wie hausgemacht. Der neue Milchreis von Landliebe. Neu. AOL 6.0. Die einzigartige Internetsoftware. Jetzt kostenlos anfordern und 20 Stunden gratis testen. 0182 50 6000. Natürlich und sanft. Gerolsteiner Mineralwasser ohne Kohlensäure aus der Excelsis-Quelle. Gerolsteiner, dein Durst kann was erleben. Hey, wie gefällt's dir auf der Welt? Piep! Und was sagst du zu den süßen kleinen Osterpreisen bei Redzack? Piep, piep, piep! Kükenpreise? Redzack, Worldwide Electronic Shopping. Und wer wird Formel 1 Weltmeister? Kleinen Preise. Jetzt bei Plus. Ihr Plus. Was gibt es Besseres, als mit einem guten Freund bei einem Holzenpilsner über alles zu reden? Damals, als ihm seine Freundin fristlos gekündigt hat, ich konnte das einfach nicht glauben. Da habe ich mit ihm gewettet, dass sich alles wieder einrenkt. Und ich hatte natürlich recht.
Was gibt es also Besseres als einen guten Freund und Holstenpilsener? Ein Bier, wie es besser nicht sein kann. Auf die Freundschaft. Holstenpilsener. Guten Appetit. Wenn Sie jetzt an was anderes denken als ans Essen, dann haben wir das richtige Programm für Sie. Der Beate-Use-Kanal. Jetzt exklusiv auf Premiere World. Your Personal TV. Rufen Sie an 0180 55 100 00. Schnell, ist der Aldi-PC wirklich der beste? Computerbild hilft. 10 preiswerte Computer im Test. Jetzt im neuen Heft. Pushkin Time Warp. Der Bärmann. What's you up? Die Wochenshow wird 5. Feiern Sie mit Briske Schneider, Peter Wuttke, Ottmar Zittlau, Ricky mit ihrem Popsofa, Emi Kreuzhand, Nina Rüde, Dana Rama, Herbert Görgens. Am toll, Sonntag um 20.15 Uhr die große Wochenshow-Gala in Sat. 1. Die Nacht, Sat. 1 Nachrichten. Castor-Proteste. Der Atommüll wird heute Nacht von der Schiene auf die Straße verladen. In Dannenberg steht eine ganze Armee von Polizisten bereit. Doch die Blockaden dauern an. Mehr um 0.15 Uhr in Sat. 1. Jetzt geht es prickelnd weiter mit Schöfferhofer Weizen. Die Platte und der Comic. Die Ärzte und die Platte heißt Yoko Ono. Herzlich willkommen, die Ärzte! Es hört ja nicht auf, es hört überhaupt nicht mehr auf. Ja. Immer ein Auge dafür. Komm, kaum zu glauben, als unsere Beleuchter alles werfen. Ja, aber. Was ist das? Schmusen? Oder wie? Ist es, um ihn auszugrenzen? Das sieht besser aus als Fernsehen. Die Maskenfrau hat uns den Tipp gegeben. Wie denn? Ja, immer auf die Backe beißen, dann sieht man total besser aus. Ist das so? Mhm. Ja. Man redet zwar ein bisschen döver, aber ist ja egal. Nö, wenn man auf die Backe beißt, sieht man besser aus. Oh, total. Schmaler. Mal ausprobieren. Ich mach schmale Backen. Ich hab gesagt, wir kriegen ihn dazu. Geil. Hat er es gar nicht gesagt? Hat er es gar nicht gesagt? Hat er es gar nicht gesagt? Ja, dabei wollte ich gerade sagen, das finde ich toll. Kurz vor dem Konkur kommt ihr noch hier rüber. Und um 20 Uhr geht's los. 20 Uhr geht's los, auch schon ausverkauft. Ehrlich? Ja. Wie viele Leute sind da drin, Palladium heute Abend? 10.000 ungefähr. 10.000? 10.000 und ein paar Zerquetschte. Und direkt nebenan ist. Kein Scherz. Ja, wollen wir hoffen, dass. Toi, toi, toi. Und ein paar Zerquetschte. Und nebenan steht Pearl Jam. Nee, nebenan ist Pearl Jam. Ich dachte, ja. Nein, nebenan ist Kylie Minogue. Kylie, ja. Ja, aber ihr seid im Palladium, denn da war ja auch vorgestern Matthias Reim. Deswegen, genau. Ja. Ja. Die Backstage-Räume duften auch noch nach Flieder. Wirklich, wahr? Ich soll heute nicht so viel sagen. Komm, lass die Plätze tauschen. Habt ihr eigentlich eine Vorgruppe? Nein. Habt ihr nie? Oder wie? Wir spielen selber. Diesmal nie. Ihr kommt raus und dann geht's los. Wir kommen raus und also eigentlich geht's schon vorher los. Publikum singt schon, hey, hey, und wenn wir kommen, sind die schon total fertig. Ja. Wie lange dauert so eine Show? Räumen wir die Leichen weg. So ein Konzert von euch? Wie lange dauert so was? 2,5, 3 Stunden. Wirklich? Und spielt ihr knallhart die Sets nach der Liste durch? Oder endet ihr spontan, wenn es gut läuft? Ja, also wir bisschen, gucken. Ja. Die Idee ist aber nicht schlecht. Ist eigentlich ganz gut, oder? So. Hallo, Howard Schmidt. Hallo, Frau Lula. Also, wir haben ein ziemlich ausgefuchstes System. Wir spielen so ein Lied aus jedem Genre, was wir können. Also wir können ja schnell und langsam. Und da, wo die meisten BHs auf die Bühne fliegen, da bleiben wir dann bei. Und ihr habt auch so eine Motown-Richtung drauf. Ein wenig. Ein wenig. Hört man auch auf der neuen Single. Habe ich von dir gehört im Interview beim Radio. Wirklich? Ich fuhr so im Auto. Aber du kennst den Song.
Und ich zog die Backen ein und da habe ich vorhin Urlaub gehört mit dem Interview. Das ist ja eher so eine Motown-Nummer. Das merke ich mir mal. Klingt irgendwie insiderisch. Motown. Aber jetzt haben wir eine neue Single. Ja. Vielleicht kann ich die mal hier in die Kamera sieht man halten. Sie besser. Hier. Hier. Ja, ach da. Hier. Ja. Und diese Single heißt Yoko Ono und das, man könnte den Eindruck haben, ihr mögt Yoko Ono nicht. Die Witwe von John Lennon. Ja, ja, aber das ist natürlich nur oberflächlich betrachtet. Warum? Man muss ja immer den Subtext lesen. Richtig. Und der Subtext heißt, ihr könnt sie auch nicht ausstehen. Mein Yoko Ono ist, hat viel für die deutsche internationale Rock- und Musik. Popmusik getan. Sie hat die Wings gegründet, genau. Yoko Ono hat die Wings gegründet? Ja, sie ist schuld. Wieso das denn? In den Wings. Ja, das gab mal so eine Band, in der... Aber wir wollen eigentlich über uns reden, oder? Sollen wir mal das Video zeigen? Voll geil. Ich finde das Video fantastisch. Das Tolle ist nämlich, das Video dauert 45 Sekunden. Man wäre eigentlich generell froh, wenn Videos nur 45 Sekunden dauern würden. Oder? Aber bei Die Ärzte, ich sage es immer wieder, es heißt korrekt bei Die Ärzte. Bei Die Ärzte ist man sagt nicht korrekt. Bei den Ärzten, sondern man sagt bei Die Ärzte. Bei denen Die Ärzte. Hm. Bei denen Die Ärzte. Nee, hm? Dann nicht? Ja, in den Klammern dahinter. Ach so, bei die, bei denen die Ärzte, das lüge ich nicht an, das mit dem End, das vergesse ich. Bei denen die Ärzte, ist das Video 45 Sekunden lang und ist trotzdem das komplette Video mit einer kompletten Dramaturgie. Ja, es ist mit, ja 3 Minuten breit. Es ist. Ja, da denkt man drüber nach. Ja, genau, liebe Ärztefans. Und vor allen Dingen, schickt uns den Rekorder, wenn ihr nicht zurechtkommt damit. 3 Minuten breit und 45 Sekunden lang von das, den Ärzten, Video Yoko Ono. Du hast mir nichts als Pech gebracht, hast mich nur belogen, du hast mich lächerlich gemacht. Mein Konto überzogen! Yoko Ono, gehst mir ewig auf den Sack, du haust mich ab aus meiner Wohnung, hast einen beschissenen Musikgeschmack. Endlich, oder? Sehr gut, eine kleine Pointe. Das, Premiere. Premiere, das erste Video. Das erste Video? Das erste Video, was komplett ausgespielt wurde in deiner Sendung, richtig? Das ist richtig. Hey, nochmal Guinness Buch. Cool. Ja, wieso nochmal ein Guinness Buch? Ja, einmal schon überhaupt für das Video an sich. Gibt's weil es ist das kürzeste Video der Nee, das teuerste Video der Rockgeschichte. Wenn man den Sekundenpreis umrechnet. Das sowieso. Hier, da habe ich sehr gelacht. Das ist euer Comic, ja? Und das Tolle ist, wir haben den Zeichner hier. Hier vorne der junge Mann in diesem, wie sagt man da? Pelz? Teppich. Teppich? Waschvorleger? Ja? Das, was, wenn man Mimikrine, so... Früher gab es ja diese Wie heißt diese euer Kollege, der das gezeichnet hat? Schwabel. 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 Der Zeichner, meine Damen und Herren. Applaus heute haben wir... Hey! Die Rubrik, die mir am besten gefällt, das ist die knallharte Welt, wie heißt es? Tragische, magische Momente des Rock. Mhm. Ja? Sehr, sehr gut gefällt mir die Nummer, die Probe. Ja. Liest du viel? Du bist auf bei der Probe, ja. Nee, jedem Sketch bist du mit dem Buch. Was mir aber eigentlich am besten gefällt, war sein Wunsch, das ist das Bandtouring. Und zwar hier. Das ist ja eine total aufregende Geschichte, auf Tour zu sein. Das wird da ganz gut und eingefangen. Das wird hier gezeigt, das ist toll, in 6 Bildern. Und das Tolle ist, wir müssen auf die Details achten. Hier ist Bela B. Und schauen Sie bitte hier um. Er liegt hier hinten und guckt ein Porno. Und ich habe versucht, ob der Porno eine Handlung hat. Es ist dasselbe Bild, 6 Bilder lang. Hier, hier, hier. Eine Frau mit gespreizten Beinen. Ja, hier, guck hier auch. Ja, hier geht's weiter. Ja, nach hier einer auch. Stunde habe ich dann den Knopf für Standbild gefunden. Das hat mir echt gut gefallen, weil ich habe sofort geguckt, was ist das für ein Film, ob es ins Detail geht und so weiter. Du kennst. Ja, und was mir auch sehr gut gefällt, ist Soundcheck. Der Soundcheck ist auch irgendwie ganz große Klasse hier mit dem Typen, das ist nämlich das Fantastische, immer Test, 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 Test. Mit so einem Lübecker Hütchen auf. Andere Seite. Das ist die andere Seite, hier. So. Check. Ja, und da hast du auch ein Buch in der Hand. Liest du? Bist du ein Leser? Ein Vielleser? Herrlich? Ja? Ja. Und dann hat mir etwas sehr gut gefallen, weil das kannte ich noch nicht. Das heißt,
Das, Ja, wie heißt das genau? Fotzenspiel. Ah, richtig, das Fotzenspiel. Ja. Auch die Schreibweise, ja, wir hatten das Thema schon mal vor ein paar Monaten. Richtig. Genau. Und wie das, ich das gehört? Ich lese mal vielleicht, wie es dazu kommt. An einem stürmischen Herbsttag im Jahre 1562 erfand der Handelsvertreter Gary Opolo das Wort Fotze, als er von einem Einheimischen auf einem polynesischen Inselatoll eine behaarte, feuchtwarme Frucht geschenkt bekam, deren Name dem Ureinwohner offensichtlich nicht bekannt war. Und jetzt geht es um dieses Spiel. Mhm. Man schreit sich das so lange zu. Schreien eigentlich schreien. Nicht, das wäre ja niveaulos. Ja, man guckt sich ernst an und ja. Man spricht es. Ich verliere immer. Verloren. Das ist echt verloren. Gemein. Wer zuerst lacht, hat verloren. Ja? So geht das Spiel. Ja. Das Unrealistische in dem Comic ist das eher, dass wir unentschieden. Ja, das Spiel also unentschieden ich habe es bisher jedes Mal verloren. Er verliert immer bei nicht lachen. Das ist aber nicht dieses Buch, mit dem wir auf Leserreise. Aber das Schöne ist, dass wir spielen das auch auf der Bühne manchmal tatsächlich. Ja? Ja. Spielt das Publikum mit? Nee, wir spielen es, während wir Songs spielen. Ach so! Sobald wir dann zum Beispiel die Rotz singt, dann spielen wir mit. Stelle ich mich ans Schlagzeug und dann fragt ihr das Publikum, was machen die, was haben die sich dazu erzählen? Das gibt den das Geheimnis ist gelüftet. Eine tiefere Dimension, was genau. Rockmusik dimensional völlig ausgeschöpft. Ja. Verstehe. Aber um nochmal auf die Lesereise zurückzukommen, das ist ein ganz anderes Buch. Welches Buch ist das? Der Autor sitzt auch hier. Wer ist das? Total verrückt, der da. Der sitzt, meld dich doch mal. Er will sich nicht zeigen. Der will sich nicht zeigen. Angst, ja, genau, der da. Hier, er hat Angst, dass er Spiel machen muss. Ja, ein bisschen Angst hat er schon. Ja, 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 genau der. Und genau das ist ein Buch, was eure Geschichte über 20 Jahre hin. Über 100 Jahre. Über 100 Jahre, genau. Die letzten 400, die ersten 400 Jahre von. Und also das ist auf zwei Seiten und der Rest ist dann so Live-Reportagen von dem Fotzespielchen. Nein, das ist ein sehr ganz spannendes Buch. Kommt aber erst im Herbst. Kommt erst noch nicht drüber zu reden. Es gibt auch Platten, die kann man nur bei euch in der Show kaufen. Ja, die 5678 Bullenstadt. Die 5678 Bullenstadt. Ist es polizistenfeindlich? Nein! Nein! Worum geht's da? Es geht weiterhin um Dinge mit B. Ja. Bela Bullen Bier. Ja. Ja, das ist eigentlich schon alles gesagt. Backenbeißen, aber die Platte gibt es nur im Konzert. Beim Konzert. Konzert kann natürlich auch bei uns im Fanclub bestellen. Die kostet 10 Mark. Und das will ich jetzt mal öffentlich sagen. Sind aber noch 35 Stücke drauf. Nicht bei eBay ersteigern, weil vielleicht ein paar sehr Schlaue haben das am Anfang der Tour dann gekauft in 10er, 20er Packs und versteigern das jetzt auf eBay. Nicht machen. Bei uns für 10 Mark umsonst am Ende des Konzerts. Okay, vielen Dank, Herr Weinfort. Und jetzt die Ärzte. Ich brauche Corona. Jetzt geht's rüber ins Palladium. Ja, Jungs. Yeah. Eichstöpsel ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, mal lieber. Die Ärzte. Und gleich. Und gleich. Ciao. Daniela Hoffmann. Ciao. Gleich geht es prickelnd weiter mit Schiffe auf der Weizen. Deutschland macht Platz im Kühlschrank. Für Tortelloni von Hilcona, so frisch, dass man sie kühlen muss. Hilcona, für Besseresser. Ab sofort können Sie sich wirklich über jeden Anrufer freuen. Denn jetzt gibt es das völlig neue Loop Easy Money. Da bekommen Sie für jeden Anruf 3 Pfennig pro Minute gutgeschrieben. Jeder Anruf zählt und bringt so 100% mehr Leben in Ihr Leben. Loop up your life. Alle Pizzas gehen hoch! Geht ja gar nicht! Geht ja wohl! Stimmt! Mit der Pizza, die im Ofen frisch hochgeht, weil sie nicht vorgebacken ist. Sie heißt die Ofenfrische und genauso schmeckt sie auch. Die Ofenfrische, ein Hoch auf den Genuss. Und jetzt neu. Salami, Schinkenzwiebel Spezial und Paprika Bolognese. Binding Lager, the international taste. Let's keep moving on. Keep moving. 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 Let's keep moving on.
Weia, dafür brauche ich jetzt viel Kraft. Kraft, Kraft, Tiefenkraft. Der Generalbergfrühling mit Tiefenkraft. Mit einem Wisch wird's überall tiefensauber. Wie der Wattetest beweist. Und dann der Duft des Bergfrühlings. Der Generalbergfrühling mit Tiefenkraft. Der Schmutz geht, der Duft bleibt. Die Badia. Sie müssen der Neue sein. Dr. Eisendraht, mein Name. Ah ja. Kommen Sie, dann werde ich Sie mal ein bisschen einbeißen. Hier, immer schön nachfüllen. Oh. Immer für frisches Wasser zum Scheibenputzen sorgen. Und das ist... Super, Ingo. Na, ich sehe schon. Sie kommen wohl bestens ohne mich zurecht. Hut ab, Herr Behrens. Hut ab. Jetzt wir tanken Sie auf. Und der General hat jetzt drei neue Düfte. Frische Minze, Orange und Limone. Das würde ich lieber lassen. Menschen wollen intensiv leben, sich selbst verwirklichen und dabei alles unter Kontrolle haben. Das ist genau die Philosophie, die im Nissan Almera steckt. Im Grunde dreht sich alles um dieses Gefühl von Geborgenheit. Der Almera ist so konstruiert, dass seine Dynamik jederzeit beherrschbar bleibt. Er ist sozusagen ein Sicherheitsfanatiker. Nur im positiven Sinn. Feelings are true, the sound of my heart, never apart from you. Discover a place where there's nothing more to face. The magic of home is true. Yes, the magic of home is true with you. Lamnese Crimissimo, wo das Herz zu Hause ist. Diese Woche im Sat.1 Hit-Tipp. Daft Punk mit der Single One More Time aus dem Album Discovery. Daft Punk, der Sat.1 Hit-Tipp, das Original. Die Nacht, Sat.1 Nachrichten. Der Castor-Transport hat das Wendland erreicht und die Gewalt zwischen Polizei und Castor-Gegnern droht zu eskalieren. Mehr dazu sehen Sie gleich nach der Harald-Schmidt-Show. Mein nächster Gast ist Schauspielerin und sie ist die deutsche Stimme von Ally McBeal und von Julia Roberts. Herzlich willkommen, Daniela Hoffmann. Jetzt werden alle Leute zu Hause zumindest sich die Augen zuhalten oder weggucken oder den Fernseher schwarz und sagen, mal gucken, ob jetzt wirklich das so klingt wie Julia Roberts. Wen synchronisieren Sie lieber? Also Calista Flockhart, die Schauspielerin, die Ally McBeal spielt, oder Julia Roberts? Schon Julia Roberts. Ja. Ja. Was war der erste Film, den Sie... Pretty Woman war der erste Film. Pretty Woman. Ja, die Stimme von Julia Roberts ist auch näher meiner. Ally McBeal muss ich schon mehr machen. Die spricht ja mal ganz hoch und ganz zart und hallo, ich bin Ally McBeal und ich habe wieder Probleme mit Männern und so. Also das ist, da muss ich mich mehr anstrengen und viel schneller sprechen und ja. Noch schneller, als ich selber spreche. Und es ist sehr viel anstrengender. Ja? Ja. Und es muss ja auch rasend schnell gehen. Ich meine, ja. Sie können ja nicht endlos wiederholen, oder? Die spricht ja noch schneller als Sie, ne? Also, ja. Ja, viel. Ja. Und vor allem, Sie sprechen ja artikuliert. Ich nuschel das ja so weg. Ja, aber Sie sprechen, haben Sie das richtig trainiert oder haben Sie festgestellt, irgendwie, ich kann das einfach? Ja, was machen Sie denn sonst beruflich? Das wurde ich auch schon mal gefragt. Ne? Ja. Nee, ich habe das schon richtig gelernt. Sie sprechen, klar. Aber ich meine, diese spezielle Synchronsprechen. Also ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht. Ich ärgere mich.
Ja, nee, bei uns ist das richtig. Ich bin ja im Osten ausgebildet worden und da war das richtig. So wurde das mit abgehandelt. Das war Teil des Handwerks. Ja, Teil des Handwerks. Und das finde ich auch, ich finde es mega wichtig, weil im Moment ja auch mehr internationale Produktionen sind, wo also Leute zum Beispiel auf Englisch drehen und sich dann selber synchronisieren müssen. Ja. Und die dann und manchmal fürchterlich zusammenbrechen. Aber also das merke ich natürlich, das läuft natürlich bei Ihnen wie am Schnürchen, ne? Diese ganze Artikulation, ohne dass mich anstrengt. Ja. Ja, finde ich schon. Die meisten sind ja dann, wenn sie richtig gut artikulieren wollen, sehr, sehr konzentriert. Und dann ist es aber nichts mehr. Aber irgendwie das zack richtig weg. Haben Sie alles auf das erste Mal, jeden Take? Fast. Ja. Wie? Ich setze immer meine Kollegen total unter Stress, wurde mir immer gesagt. Das die dann immer ich. Irgendwie, ich habe dann immer so 8 Zeiler bei Elli und die sagen dann immer, ja bitte oder ja danke. Ja. Und dann sage ich immer meine 8 Zeiler und ich bin gut drauf und dann sagen die, ja mich nicht. Das finde ich toll. Der ja bitte sagt, ich hat das dann nicht die toll. Krise. Also noch eine Weile. Ja. Hm. Ja, entschuldigt bitte. Ja, die wollen dann immer alle. Bin erkältet. Ja. Und sie dann, brrr, baff. Die wollen das dann gerne auch immer extra machen, damit ich sie nicht so unterstütze. Ja. Wir schauen uns mal an. Haben Sie sich gefreut für Julia Roberts, dass sie einen Oscar gewonnen hat? Ja, schon. Ich glaube, sie hat ihn verdient. Erhöht es auch Ihren Preis? Nein, es wird auch mein Leben nicht verändern. Das bin ich auch schon gefragt. Ja. Verändert es jetzt Ihr Leben, dass Julia Roberts den Oscar bekommen hat? Ich sage, nee, nicht wirklich. Aber ich meine, man ist ja doch beruhigt, sagen wir mal, wenn der Star, den man spricht, gut im Geschäft ist, oder? Ja, das ist schon schön, aber dazu muss man sagen, dass ich natürlich jetzt nicht mein Leben damit verbringe, Julia Roberts zu sprechen, weil das ist, also den letzten Film habe ich gesprochen vor über einem Jahr, das war im Februar, das war Aaron Brockovich. Ja. Und das mache ich eine Woche im Jahr und das war es dann. Also es ist nicht das, was mein Leben bestimmt, aber es ist natürlich schon schön. Ja, also jetzt schauen wir einen Ausschnitt, Aaron Brockovich, Julia Roberts mit der Stimme von Daniela Hoffmann. Du willst meine Nummer? Genau, ich hätte gern deine Nummer. Welche Nummer darf es denn sein? George. George, klingt schön, wie du das sagst, George. Und wie viele Nummern hast du denn? Ich habe so viele Nummern im Kopf, dass mir schon ganz schwindelig ist. 10. 10? Ja, denn 10 Monate ist meine kleine Tochter. Du hast eine kleine Tochter? Ja, ja, sexy, hm? Und was hältst du von der Zahl 6? So alt ist meine andere Tochter. Und 8 Jahre ist mein Sohn. 2-mal war ich verheiratet und 2-mal bin ich geschieden. $16 habe ich im Moment noch auf meinem Bankkonto. 8503943. Das ist meine Telefonnummer. Und nachdem ich dich mit so vielen Nummern erfreut habe, gehe ich davon aus, es kommen 0 Anrufe von dir. Das lässt sich sowas nicht so am Telefon irgendwie ausbeuten, kommerziell? Ja, dass Sie so als Julia Roberts oder mit der Stimme von Julia Roberts dann irgendwelche Anrufbeantworter besprechen oder irgendwelche Telefondienste? Nee, das mache ich nur für gute Freunde. Aber mein Mann hat gesagt, wenn ich mal gar nichts mehr zu tun habe, kann ich so 0190er-Nummern. Ha, hier ist Julia Roberts und Sie können es heute mit mir machen oder so. Ja. Wäre noch. Aber es ist ja toll, wie Sie Ihre Stimme. Sie machen Sie auch viel Werbung? Ich mache auch ab und zu Werbung, ja. Gibt es da so einen berühmten Satz oder so, den man kennt? Also, so also ich mag total gerne diese Schäber-Werbung, dieses Katzenfutter. Dieses Katzenfutter. Ja? Ich mache ja auch KitKat, ich mache ja beides. Und Schäber ist, da ist doch dieses Gedicht, wird da vorgelesen, die Seele der Katze ist ihr Stolz, nie schauen ihre Augen untertänig. Also das mache ich so ganz tief und ganz unten und dann sind manche Sachen, wo sie sagen, sprechen sie mal wie Ally McBeal und dann ist das eher so, hi, Carefree Slip-Einlagen, so. Das wird alles bezahlt, ne? Also ja, das ist aber toll. Man muss es ja können. Ja. Und zwar zack auf Abruf. Ja? Wann läuft die Serie, in der wir Sie als Schauspieler sehen können in der ARD? Immer dienstags. Immer dienstags. Heute gelaufen sozusagen. Vor uns. Vor euch. Ja. Und da spielen Sie eine Krankenschwester? Da spiele ich eine Hebamme, die heißt... Sag sie auch, wie die Serie heißt. Die heißt Happy Birthday, hätte ich schon gesagt. Also. Die heißt Happy Birthday. Ich meine, die hier dürfen sich immer alle präsentieren. Die heißt Happy Birthday. Und läuft im Ersten auf der ARD um 21.05 Uhr und ist, wie ich finde, eine sehr süße, sehr angenehme Serie, wo nicht irgendwelche Autos explodieren und es geht um Menschen und man redet miteinander und ist sehr niedlich. Und es geht um kleine Babys und wir drehen das ja schon seit 1996 und da hatte ich schon ein Kind und als ich dann wieder anfing zu drehen, habe ich dann zu meinem Mann gesagt, bitte, musst du mir noch eins machen, bitte, ich will noch eins haben. Weil ich habe, ja echt, das war wirklich der Hype, ich habe immer diese Babys im Arm gehabt und habe gesagt, ich muss das noch mal haben. Das war wirklich ein Auslöser. Hat Ihr Mann den Wunsch erhöht? Er hört? Ja, ich habe jetzt ein zweites. Der ist jetzt 3. Jetzt, ja, der ist 3. Ja. Das war wirklich aus dieser Serie? Naja, nicht nur, aber es war so schon, also nochmal so ein Anstoß. Ja. Ich finde es ganz großartig, dass Sie hier waren. Kommen Sie mal wieder. Vielleicht können Sie mal irgendwie was für uns machen, dass wir uns mal was überlegen, was Sie für uns sprechen könnten oder so, wenn Sie dazu Lust haben. Aber ich finde das ganz toll. Vor allem, wie Sie das angedeutet haben mit den beiden Katzenspots, ne? Oder beziehungsweise das Katzenspot und die Slip-Einlage. Ja. Ist ja wichtig, dass das stimmlich auseinandergehalten wird. Genau. Nicht? Wenn die Kunde dann im Laden steht, zack, zack. Ist toll. Eines ganz tief. Sehr gut. Sagen Sie einmal noch als Julia Roberts oder mit der Stimme, wie Sie wollen.
Rollen so. Tschüss und gute Nacht für die Zuschauer. Weil Julia Roberts, also wenn die immer sagen, sag mal einen Satz wie Julia Roberts, dann sage ich immer diesen aus Pretty Woman, dieses schlüpfrige kleine Scheißerchen. Und es ist, also einfach, die spricht schon tiefer als ich und hat dieses bisschen Knarren, dieses Hi, ich bin Julia Roberts und ich begrüße euch alle und sage euch jetzt Tschüss. So. Toll. Daniela Hoffmann, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Alles Gute, ja. Morgen Abend, meine Damen und Herren, Wolf Wanderer, Jack und Gina Wild. Jetzt bei uns im Anschluss die Tagesthemen mit Julia Roberts. Dankeschön, gute Nacht. Theater gekommen bist, das müsstest eigentlich du erzählen. Also ich hatte